Big Ben und Big Ben. Und warum heißt er so? Ja, es ist die Riesenvariante von dem, was wir schon hatten. Da ist er doch. Benny, Biggie, ja, wie soll ich dich nennen? Tu mir nicht weh. Okay, danke. Und erstmal alles einsammeln. Ja, allzu hart war er jetzt nicht. Wäre auch böse gewesen. Aber groß. Fettes Vieh. So. Okay, da ist man verfaulter. Aber schade, manchmal lässt Big Ben auch ein legendäres Item fallen. Und wenn man dann Glück hat, dann bekommt man als Hüter ein legendäres Schild und ist die ganze Zeit overpowered, die nächsten 10 Level. Das ist mir mal passiert. Da waren die ersten Aktbosse, ja, Pipi einfach. So. Na, kommt ruhig hoch. Blauer Handschuh. Ach, rennt er nicht weg, klein Viecher. Ah, ich kann ja mal Herausforderungen machen. Zack. Jetzt haben sie keine Wahl. Auch Fernkämpfer, ein bisschen Nahkampf, habe ich ja schon gesagt. Das ist übrigens die... das Wichtigste, weil es gibt auch fliegende Gegner, die man als... ich glaube, Hüter ist, hat es damit am schwersten, einfach nicht erreichen kann. Das heißt, ich muss die mehr oder weniger ranrufen. Wenn man den Skill nicht hat und auch nicht, es gibt noch einen Skill, dann nennt sich, das ist sowas ähnliches wie Hochspringen und dann schlagen, dann kann man es echt vergessen, gegen die zu bestehen. Da muss man die echt auf den Boden locken und das dauert ewig. So. Okay, so. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ist hier noch was? Vielleicht ein Gegner? Tor? Nix drin. Nix drin. Hier ist niemand mehr. Und trotzdem dreht die Musik gerade ordentlich auf. Als ob ich jetzt einen Endkampf hätte. Na gut. Das mit dieser Musik passend zum Geschehen ist auch nicht immer richtig, weil ich habe einfach von unten ein paar Viecher angelockt. Und jetzt denkt die Musik, ah, die wollen mich alle angreifen und ich bin schon seit, was weiß ich, 40 Sekunden im Kampf und dann kann man ja mal anfangen, brutal zu werden. Ah, die Musik jetzt. Ach, die ekelhaften Mana. Die kann ich jetzt auch besser vernichten. Ich muss jetzt nicht mehr pro Schlag eine Mana auslöschen. Sondern kann die gleich mit einem Hieb erledigen. Weil die haben ja kein Leben. Also, so gut wie kein Leben. Die haben vielleicht 5 Lebenspunkte oder so, oder einen oder was auch immer. An sich eine richtige Schadensanzeige gibt es hier nicht. Man muss sich immer im Verhältnis zum Gegner sehen. Weil wenn man merkt, dass man auf einmal von den normalen Gegner 20 Schläge braucht, dann hat man irgendwas falsch gemacht und sollte vielleicht ein paar Sidequests mehr erledigen. Das kann durchaus passieren. Wenn man einfach nur durchrennt, dann hat man relativ schnell große Probleme. Spätestens bei den Außenleveln. Oh, jetzt muss ich diese ganzen Chaoskeiler töten. Wegen den blinden Augen. Eins noch, komm. Du gibst mir das doch, oder? Ja. Gut. Oh, ein Gewehr. Ich nehme das mal auseinander. Das auch. Oh. Punkte verteilen.
Zack, 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 zack. Die blauen Striche darunter sind nicht irgendwie, was ich noch brauche für irgendeinen bestimmten Punkt, sondern die sind einzig und allein wichtig dafür, dass, wie ich meine Ausrüstung trage. Das heißt, ich brauche für meine Ausrüstung gerade 12 Stärke, 19 Ausdauer und 8 Willenskraft. Und 1 Präzision. Wofür auch immer. Und, wenn ich merke, ich habe halt, bin halt am Ende, dann sollte ich da vielleicht ein paar mehr Punkte rein investieren, wenn ich meine Ausrüstung weiter genauso tragen möchte. So. Dann haben wir hier doch eigentlich alles. Stocken? Warum jetzt auf einmal? Jetzt seht's selber. Es fängt gerade wie blöd an. Ja. Oh, eh aufhören. Das heißt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Helgoland und